Über 460 Millionen Coins, das weltbeste Team in FIFA 22 und zum zweiten Mal die Nummer 1 im Transfererlös. Was uns aber viel stolzer macht, unser erfolgreichstes Community-Mitglied Stefan hat über 65 Millionen FIFA-Coins ertradet. Und genau das kannst du auch schaffen. Mit den Elite-Trading-Tipps von FootPeppy, zeitsparenden Tools und einer motivierenden Community geben wir dir alles mit, was du benötigst, um am Transfermarkt immer einen Schritt voraus zu sein, um deine Münzen kinderleicht zu vermehren. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und du kannst das Angebot 14 Tage lang testen. Spieler halten oder verkaufen? Das war am Wochenende die meistgestellte Frage in meinen DMs. Wir werden uns heute insgesamt 14 Spieler anschauen, die entweder am Mittwoch eine gute Chance haben, einen TOTW zu bekommen und somit out of packs gehen und steigen können, oder die so Meta sind, dass jeder sie spielen möchte. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, bei welchen Spielern ihr noch wissen möchtet, ob ihr die halten sollt, bzw. ob die steigen oder ob ihr die verkaufen sollt. Wenn sich genug Spieler zusammenfinden, werde ich in den kommenden Tagen noch ein paar 2 raushauen. Wir schauen uns erstmal ein paar Spieler an, die eine gute Chance haben, am Mittwoch in das TOTW 2 zu kommen. Der Hintergedanke ist, dass wenn Spieler am Mittwoch ins TOTW kommen, dass sie eine Woche lang nicht in den Packs zu ziehen sind. Und wenn diese dann natürlich eine Nachfrage haben, entweder weil viele sie in ihr Team verbauen wollen oder weil sie eventuell sogar für SBCs benötigt werden, haben diese Spieler ein sehr, sehr gutes Potenzial in dieser Woche, während sie out of pack sind, zu steigen. Und das ist zum einen dieser Mann hier. 4800 Coins kostet er aktuell, ist schon etwas gestiegen, hat am Wochenende als Verteidiger 3 Assists gesammelt, ist zwar ein Verteidiger schon extrem gut, heißt, er sollte eigentlich ins TOTW kommen, kann man auch meiner Meinung nach, wenn man die Coins übrig hat, noch 1 bis 3 Mal mitnehmen. Das Risiko ist nämlich überschaubar. 85er sind aktuell alle bei mindestens 4200, 4300 Coins. Selbst wenn er nicht ins TOTW kommen sollte oder er kommt ins TOTW und steigt nicht, weil er nicht gefordert wird in der SBC oder nicht benötigt wird, sind es trotzdem, ja, keine Coins, die man da eigentlich verliert. Deswegen so 1 bis 3 Stück kann man sich da gerne mal einpacken. Habe ich selbst auch gemacht. Kato Numero 2 ist Cancelo. Hat am Wochenende ein Tor geschossen und einen Assist gegeben und ist auch Verteidiger, also sollte eigentlich in der Regel auch einen TOTW bekommen, hat ihn auf jeden Fall verdient. Ich selbst habe ihn bereits relativ früh für 38k mitgenommen, heißt, er ist schon ungefähr um 10k gestiegen. Aber ich denke, wenn man ihn vielleicht sogar selbst in sein Team verbauen möchte, er ist halt schon spielbar, kann man den durchaus einmal mitnehmen und das Ganze dann riskieren. Ist natürlich ein etwas höheres Risiko als bei dem Mann hier. Dann schauen wir uns einmal Kolo Muani an, der ist gerade bei 46.000 Coins. Hat am Wochenende mit Paris ein Tor geschossen und einen Assist gegeben. Ist jetzt nicht unbedingt so viel für einen Stürmer, aber es könnte trotzdem sein, dass er ein TOTW bekommt. Und es ist wirklich eine Karte, die aktuell sehr, sehr extrem ist. Die ist halt ja spielbar, also extrem spielbar. Ist ein Franzose aus der Ligue 1 von PSG. Kann man durchaus, wenn man ihn hat, halten und wenn man ihn vielleicht spielen möchte, jetzt noch einkaufen, weil wenn der out of packs geht und am Freitag alle das Spiel spielen können, also dann Full Release ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da noch etwas möglich ist. Kommen wir jetzt zu den Metakarten, die extrem beliebt bei der FIFA bzw. FC Community sind, also die eigentlich fast jeder in sein Team haben möchte. Bei den Karten sehe ich in den nächsten Tagen kein Problem, die sollten in der Regel, wenn nichts Schlimmes passiert, also sprich EA irgendwie fällt oder so, sollten die steigen. Ihr könnt diese Karten meiner Meinung nach, also wenn ihr sie für euer Team einkaufen wollt, ja, jetzt kaufen. Ich denke mal, günstiger werden sie in der nächsten Zeit nicht werden, beziehungsweise langfristig, wenn in den nächsten Tagen immer noch ein Stückchen ansteigen. Bin halt ein Fan davon, dass ihr euch so ein Team aus Investments baut, beziehungsweise ein Team baut, wo ihr denkt, dass die Karten auch steigen, damit ihr dann am Ende des Tages keine riesen Verluste macht. Und dafür sind folgende Karten halt, wenn ihr das Budget habt, schon extrem gut. Karte Nummer 1 ist Raphael Varane. Der ist eigentlich auf, ja, auf einem Aufwärtstrend, würde ich mal behaupten. Und ich denke, da ist auch noch ein bisschen was möglich. Ihr seht, wie schnell der Mann hier am Steigen ist. Bei Raphael Leao das gleiche, auch ein Aufwärtstrend. Und ihr könnt auch immer mal, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eine Karte irgendwie Meta ist oder beliebt, schaut doch einfach mal auf die Bewertungen. Da kann man schon viel entnehmen, ob diese Karte bei der FIFA-Community gut ankommt oder nicht. Und ihr seht auch hier, der ist auf einem ganz gesunden Aufwärtstrend. Karte Nummer 3, die ihr auf jeden Fall halten könnt, ist wieder ein Verteidiger, nämlich Theo Hernandez. Und ihr seht, der ist gerade auch wirklich am Explodieren. 15%
10% hat der Mann gut gemacht, ist um 16k seit der letzten Aktualisierung gestiegen. Und eine Karte, um die ich mir wirklich auch keine Sorgen mache, den möchte ich mir eigentlich auch noch für mein Team holen. Ich überlege, ob ich Messi verkaufe und mir stattdessen Dembélé schon mal hole. Ich denke mal, Dembélé bei PSG ist eine Karte, um die man sich wirklich gar keine Sorgen machen muss. Außer es wird jetzt irgendeine geisteskranke SPC gedroppt, die eine gute Konkurrenz für Dembélé ist, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, das ist eine Karte, die man auch wirklich extrem lange spielen wird. Heißt, da sehe ich noch ja, Potenzial, dass die sehr, sehr gut steigen wird. Dann kommen wir zur ersten Dame. Ihr seht, das Ganze ist sehr League-All-lastig. Die ist aktuell ein bisschen gesunken, heißt aber nicht, dass man sich da Sorgen machen muss, falls ihr die Karte besitzt, weil das ist auch eine Karte, die man durchaus spielen kann. Man muss mal schauen, wo sich das ehrlich gesagt mit den Frauen hinentwickelt, gerade so in der im Angriff, ne, man darf halt nicht vergessen, die wiegen halt weniger bzw. haben einen anderen Körperbau am Ende des Tages und sind für den Angriff dann doch relativ klein mit 1,68 Meter. Und wenn du dich dann da gegen einen Van Dijk oder gegen einen Kyle Walker durchsetzen musst, weiß ich nicht, ob das langfristig so gut funktionieren wird. Aber wenn ihr die, ich würde nicht rein investieren, sage ich euch ganz ehrlich, aber wenn ihr die Karte habt, könnt ihr den Preis beobachten und da sollte eigentlich noch ein bisschen Luft nach oben sein. Wenn ihr merkt, die droppt gerade extrem, geht raus, aber ich würde mir da erstmal keine Gedanken machen. Dann, wie eigentlich jedes Jahr, ein echtes Brett. Eda Militao ist bei 190.000 Münzen. Wenn wir uns hier den Graphen anschauen, sehen wir ähnlich wie bei den anderen Metakarten, die ich euch schon gezeigt habe, dass hier auch ein gesunder Aufwärtstrend zu erkennen ist. Heißt, hier ist auch noch Potenzial nach oben da. Hier würde ich allerdings irgendwann aufpassen, weil man muss immer schauen, welche Alternativen hat man noch bei der Innenverteidigung beziehungsweise welche Innenverteidiger gibt es noch auf dem Markt, wie viel sind die wert. Da ist zum Beispiel, da kommen wir später auch nochmal zu, Antonio Rüdiger eine Karte, die auch meiner Meinung nach extrem gut ist und die kostet einfach ja weniger als die Hälfte. Da muss man halt am Ende des Tages wirklich aufpassen, ist Eda Militao wirklich doppelt so viel wert wie ein Antonio Rüdiger. Aber wie gesagt, im Auge behalten, das ist noch ein gesunder Aufwärtstrend hier. Da ist doch durchaus noch Potenzial möglich und wenn ihr irgendwann mit dem Gewinn zufrieden seid, könnt ihr auf jeden Fall im Laufe der nächsten Tage, auch wenn ihr Bock habt, auscashen. Marcus Rashford auch bei 260k, absolute 1,85 Meter Rating, Engländer von Manchester United, da sehe ich auch kein Risiko, dass der noch etwas ansteigen wird. Und Marti von Barcelona aus Spanien kann man sogar ganz gut linken, hat 5 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Skills für 267k mit einem 90er Rating. Auch eine sehr, sehr solide Karte, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, warum die so schlecht bewertet ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier der ein oder andere Auge legt, weil es halt eine Frau in Ultimate Team ist, was meiner Meinung nach halt absoluter Quatsch ist, wenn man da irgendwie ein Auge drauf legt. Am Ende des Tages kann jeder ja selbst entscheiden, was er spielt. Deswegen, ich war auch am Anfang skeptisch, aber mein Gott, es ist jetzt so, warum soll man das Ganze dann haten? Eine Karte, die extrem am Explodieren ist, auch vom Barcelona wieder, eine Frau ist Hansen, ja, die hat jetzt hier 10% zugelegt, plus 71k. Hier sehe ich auf jeden Fall auch noch Potenzial, dass die nach oben geht, die werden wahrscheinlich die wenigsten von euch haben, beziehungsweise wenn ihr sie habt, gerne halten, aber die wenigsten, denke ich mal, von euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel 800 Coins auf der Uhr habt, werden in eine Karte investieren, ganz, ganz wichtig, solltet ihr irgendwie schon so 5, 6, 700 oder 800k auf der Uhr haben, geht nicht in eine Karte rein, sondern macht Risikostreuung, ja? Nehmt euch lieber welche von den günstigeren Karten mit, wie zum Beispiel die TOTW-Karten, die ich euch am Anfang gesagt habe, oder auch die Karte, die jetzt kommt, zum Beispiel so ein Saka mit einem 86er Rating von Arsenal, ist bei 40k, ist auch schon etwas gestiegen. Ich glaube, ich habe den so bei 36k eingekauft. Können wir gleich mal gucken. Und auch hier sehe ich noch ein bisschen Potenzial, dass der noch leicht ansteigen wird. Deswegen. Aber Freunde, ganz, ganz wichtig, auch nicht nur jetzt dreimal, wenn ihr 120k habt, in Saka investieren, sondern schaut wirklich, ich kann es euch nur immer wieder sagen, dass ihr in Karten investiert, in Metakarten, wo ihr denkt, die steigen, die ihr aber selbst in euren Team verbaut. Heißt, ihr könnt jetzt in der Woche damit spielen, aber gleichzeitig ein Investment getätigt. So mache ich das nämlich. Ihr seht hier, hier ist der Saka, den ich gekauft habe für ja, 36,5k. Der ist mittlerweile bei 40k. Wir haben einen Gabriel Jesus, wo ich denke, dass er noch etwas ansteigen wird. Den habe ich für 18.000 Coins mitgenommen. Ein leichter Abwärtstrend. Müssen wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Den habe ich natürlich auch mitgenommen für 5k. Hoffe halt wirklich, dass der am Ende des Tages am Mittwoch eine TOTW-Karte bekommt. Ein Rüdiger habe ich für 76k mitgenommen. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Preis für einen 75er Innenverteidiger. Der Meta ist
Preis von Real Madrid. Ist halt jetzt auch schon bei 90k, das sind bereits 14k reiner, ja, was heißt reiner, sagen wir Bruttogewinn mit einer Karte. Ich werde ihn aber auf jeden Fall noch weiterhalten. Und eine Karte, die ich auch mitgenommen habe, ist dann natürlich Cancelo für 38k, ist mittlerweile auch schon bei 46.000 Münzen, also auch ein sehr, sehr guter Gewinn. Aber das meine ich auf jeden Fall mit dem Investment-Team. Alle anderen Karten, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe, sind untrade, aber hier habe ich halt die Hoffnung, beziehungsweise denke, dass die Karten ansteigen werden und habe sie deswegen für mein Team geholt. Viele der investierten Spieler, die ihr gerade gesehen habt, haben wir auch schon vor Tagen im Trading-Channel ausgeschrieben. Ich blende euch das einfach mal ein. Da waren die Preise natürlich noch attraktiver und ihr seht, dass die nach 1, 2, 3 Tagen sogar schon extrem gestiegen sind. Wenn ihr auch mal Bock habt, das Ganze auszuprobieren, könnt ihr das Ganze 14 Tage lang risikofrei testen. Also ihr bekommt Spielerlisten auf euer Handy geschickt. Da steht dann, welche Spieler ihr zu welchem Preis einkaufen sollt und macht dann damit eure Gewinne und könnt so mit am Ende des Tages dann das Team bauen, was ihr euch in FC24 wünscht. Ich bin raus für heute. Wenn ihr noch eine Low-Budget-Methode braucht, um Coins zu machen, also wenn ihr wenig Coins habt und daraus mehr Coins machen wollt, schaut doch unbedingt das letzte Video an. Das ist nämlich eine absolut gute Low-Budget-Trading-Methode, die jeder von euch nutzen kann.